Euter Pinguin, Mann, die auch danke für den Support, Mann, Digga. Der grüßt. Haben Pinguine Euter, Digga? Oder bist du der einzige Pinguin mit Eutern? Okay. Uft. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. Das sind die Galumbas, ne? Habe ich, glaube ich, gelernt. Ich glaube, die respawnen immer. Also ich glaube, die respawnen immer in der richtigen Größe wieder. Ich glaube, die müssen wir komplett wegballern. Wenn wir es denn dann mal hinkriegen. Oh nein. Oh, Digga. Darf ich mal? Danke. Die müssen wir irgendwie, glaube ich, so wegballern, oder? Ah. Okay. Let's go. Feuerblume haben wir auch mit am Start. Hatten wir am Start. Kommt da noch hier mehr raus? Theoretisch können wir die Leben farmen mit den Dudes. Aber das wird auch krass, glaube ich. Aber wir hätten Power-Up. Wir können auch rutschen. Das reicht nicht. Legen die mal dahin. Wir probieren. Ah, jetzt kommen keine mehr raus. Ich sag, wir probieren da mal die Leben zu grinden, Leute. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir dürfen nur nicht da drüber jumpen. Dann haben wir vielleicht Erfolg. Das könnte zwar ein bisschen krass werden jetzt gleich, aber... Wir probieren's. Wir machen die Schotten dicht. Let's go. Alles für die Leben. Also, wir kriegen die Leben mit an den Start. Okay. Da haben wir noch eine Koopa. Die nehmen wir mit. Er sagt auch, wir sollen sie mitnehmen. Haben wir Yoshi. Nehmen wir die Koopa wieder mit. Wir brauchen auf jeden Fall noch ganz schön viele Lemmys. 3 Stück und wir haben nur noch 150 Sekunden. Eigentlich müssen wir echt mal ein bisschen uns sputen. Vielleicht kommen sie jetzt gleich. In eine ausgestorbene Rasse? Das ist doch schön. Das macht dich auf jeden Fall besonders. Vielleicht darfst du ja nachkommen und dann gibt es noch mehr Euter-Pinguine. Das gefällt mir gar nicht. Vor allem nicht auf Zeit. Yoshi, geh nicht! Aber generell... Also, mir Gedanken machen... Während dem Endless-Run... Schwierig. Schade. Okay, das ist schon mal viel entspannter jetzt. Yoshi, komm wieder. Er hat einen Schlüssel. Aber wir müssen safe spielen. Ich hab Schiss, dass ich jetzt noch verkacke. Schlüssel. Der hat auch keinen Schlüssel. Clear Condition haben wir mit am Start. Ich lasse mal ein Like da, oder Leute? Machen weiter. Crystal Quern und Banana Joe, Mann. Die auch danke für den Support, Digga. Danke, danke.
Okay, wir kriegen schon mal einen Pilz. Dann kommen wir da unten durch. Dadurch, kommen wir dadurch. Und dann machen wir einen Duckjump, oder? So, gehen wir da unten durch. Kriegen wir Feuerblume sogar, sick. Aber jetzt schon mal süße Effekte mit am Start. Meine Katze heißt Yoshi. Das hört sich sehr cool an, finde ich. Ist eine gute Idee, Digga. Vielleicht mache ich das auch. Ich muss jetzt erst mal gucken, aber ich hätte schon gern wieder eine Katze. Und die zwei sind mir auch ultra ans Herz gewachsen. Das ist eigentlich echt schade. Aber ja. Manchmal muss man einfach die Dinge akzeptieren, so wie es ist denn. Checkpoint. Noch ein Leben. Ey, wir kriegen jetzt wieder richtig schöne Stages. Richtig schön lange Stages. Können auch wieder straight up von Nintendo sein, finde ich. Zumindest das hier. So viele coole Sachen mit dabei. Oh. Irgendwie Setups sind auch echt sick, finde ich. Okay, also wir müssen auf dem Eistapfen diesmal stehen bleiben, wahrscheinlich. Das ist echt... Schön dekoriert mit den Semi-Solids im Hintergrund. Ich finde die Stage echt gut, aber das war ein assiger Move. Das muss man ihm lassen. Okay, wir kriegen leider nur einen Pilz. Noch ein Schlüssel. Studienschlüssel. Studienschlüssel. Ja. So, ein Leben brauchen wir noch. Da haben wir's. Wir lassen Like da. Das ist ein cooles Stage. Hui. Auf Platz 362. Spiky Spiky Cave City von Sebas Riley. Okay. Hier schon mal eine Münze. Wird es lang gehen? Den können wir einmal hitten, aber dann kommen wir dann nicht mehr zurück. Wir warten. Man hätte am Anfang auch noch hochgekonnt, ne? Ich sag mir, gehen wir an den Anfang zurück. Weiß nicht. Also, es sah so aus, als würde es da lang. Guck mal, da oben ist noch was. Vielleicht ist da ein Leben oder so. Helm, Digga. Den kannst du sowieso nicht aufziehen. Digga, Mann. Oh, gerade eben haben wir es noch von denen gehabt. Da hat man eine Pibulun-Stage. Mario hat einen Helm auf. Und er verliert den dann, wenn du den Pibulun nimmst. Witzig, Digga. So, okay. Oh. Ich sag, wir sind down, oder? Aber das können wir, glaube ich, nicht mehr selben. Diesmal wissen wir Bescheid. Wir gehen mal da hoch. Da wäre ja eine Türe, in die könnte man schon rein. Haben wir dann nochmal einen Helm? Nochmal einen Pibulun? Wenn es noch saven kann.
Also wir gehen mal weiter, glaube ich. Sind wir dann da runter, oder? Gucken wir uns da unten mal um. Da kommen wir dann wieder da raus. Also ich schätze, wir müssen in die Tür. Also ich finde hier keinen anderen Weg. Wo war der Screwer? Jetzt mal kurz aufpassen. Das rüber. Also ich glaube, wir müssen den Hit kassieren und in die Tür rein. Noch keine Leben bis jetzt. Kriegen noch keine Leben. Man könnte links noch gucken, aber... Kommen wir nie wieder hoch, wenn wir da runter jumpen. So. Hier gibt's kein Like, keine drei Leben. Trotzdem eine süße Stage, finde ich alles in allem. Mega Goombas Palace. Die heißen doch Mega Koopa. Hier ist halt die Frage, welchen... Ich glaube, wir lassen den mal. Den können wir immer noch holen, momentan. Ich hoffe, wir brauchen den nicht. Den SMB2-Mushroom. Mushroom. Jetzt haben wir den Ding nicht mehr. Und Nigma, die auch. Danke für den Support. Erst auf. Ist auf jeden Fall ein ärgerlicher Tod. Und ja, wir haben auch eigene Level erstellt, ja. Aber nicht mit dem Account. Ist jetzt sehr suboptimal. Ich glaube, wir holen uns das andere Ding mal. Und da ist er ja auch gegrüßt. Grüß halt, hi. Also zwei haben wir schon mal. Okay. Also da hätten wir mit Feuerblume durch können. Hast du ein neues Zimmer? Nee, also... Ich bin hier ja schon über ein Jahr eigentlich. Ist eigentlich eine coole Idee. Könnte da unten durchlatschen. Der Jump ist echt bitter. Wir gehen da mal durch. Autsch. Hm.
guck mal. Yes, please. Hallo? Okay, dann nehmen wir wieder den da. Ich glaube, das ist auch eine Möglichkeit, um ans Ziel zu kommen, auch wenn man die Leben nicht bekommt. Ich habe den Bossfight halt nicht verstanden. Also irgendwo kriegt man ja auch einen Schlüssel, aber... Sicher, dass es so auch geht. Fühlt sich aber nicht intended an vom Level Creator eigentlich. Aber da innen sind die Schlüssel. Theoretisch. Ganz schön scheiß, Digga. Komm mal durch, oder? Hey, einen brauchen wir noch. Oh, das war close. Da kommt der Maskenmann noch mit an den Start. Komm mal ins Ziel direkt. Ja. Keine Leben. Ich will noch mal ganz kurz gucken, ob es irgendwo die Leben gibt noch in der Stage. Hier wahrscheinlich nicht. Da nicht. Da wahrscheinlich auch nicht. Da oben wahrscheinlich auch nicht. Wir haben noch 100 Sekunden. Ich will mal gucken, ob es hier hinten dran vielleicht noch irgendwie die Leben gibt oder so. Also. Dahin geht's auf jeden Fall irgendwie, aber... Autsch. Eine Minute haben wir noch. Sieht nicht so aus, glaube ich.
Okay, also wir gehen zum Ziel. Ich glaube, da sind die Leben leider nicht. Schade. Ach doch, die Zeit. Ja, ja. Also, lassen da kein Like da, weil wir haben leider nicht die drei Leben gefunden. Usa aus Japan mit dem Pimmel. Besiege alle Goombas. Schon wieder? Da müssen wir höllisch aufpassen jetzt. Ah, nee, doch nicht. Echt erstaunlich, wie wenig Hits der braucht. Wir müssen auf jeden Fall die Augen offen halten nach einem Goomba. Ah, jetzt regnet es bei uns endlich mal. Okay, wir brauchen dann Bomben. Können wir alles mit Bomben machen eigentlich. Ah, da ist der Goomba. Muss der da sein? Lena, hey. Survival? Nee, ich muss die hirten. Wie soll ich die denn hirten? Also ich kann die in dem Team nicht in die Hand nehmen. Kampfhand geht auch nicht. Mario 2 Pilz würde auch gehen, ja. Aber den haben wir leider nicht mehr, ja. Aber es wird auch Pain, glaube ich. Kein Schaden nehmen dürfen. Ja, mit dem SMB2-Pilz wäre es auch gegangen, aber es gibt noch einen anderen Schlüssel. Den können wir auch benutzen. Maria, hallöchen, sehr grüßt. Wahrscheinlich auch. Ja, ich glaube, wir brauchen trotzdem den P-Switch, ne? Come on. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das durchbekommen. Wir dürfen keinen Power bekommen. Kann ich vergessen. Kann man es vergessen. Einer wäre es noch gewesen, schade. Ja.
Okay. Jetzt wieder. Links hier nochmal. Schlüssel. Auch ein epischer Bosskampf eigentlich. Hat er auch keinen Schlüssel? Ah doch, der hat einen Schlüssel. Hat er jeder einen Schlüssel? Ich glaube, Ludwig hat gerade eben einen Schlüssel gedroppt und den konnte ich nicht mehr aufnehmen. Das heißt, eigentlich... ich bin mir nicht mehr sicher. Und wir kriegen keine Leben. Hätten wir auch nirgends die Leben grinden können. Schade. Hier, machen wir weiter. Pika Nike, keine Leben. Extreme Adamant Difficile aus Italien, glaube ich. Hier gibt es wenigstens schon mal ein paar Münzen, das ist nicht ganz verkehrt. Sag los. Schon wieder sowas. Alter. Schlüssel. Wir brauchen zwei auf jeden Fall mindestens.
Ich hoffe, zwei reichen. Brauchen drei. Ich gebe nochmal einen Versuch. Wir besiegen einfach alle. Wir haben genug Zeit. Wir haben eine gute Strategie. Ja, mehr brauchen wir nicht. Weg außenrum. Ich hoffe, wir sterben nicht jetzt. Da gibt's noch mal die. Es geht noch weiter. Ah, da ist Ziel. Ich war Gegner gespamme. Wir haben die drei Leben zum Glück mitgenommen. Weiter geht's. Champignon. Der Champignon. Okay, wir gehen in die Pipe. Oh, das ist auch bitter. Oh, zwischen denen durch dann. Wir müssen es geben, Leute. Das bringt nichts. Bis wir da rausgefunden haben, wo wir da lang müssen, sind wir alle Leben weg. Ja, mir skippen. Okay. Jetzt kriegen wir wieder Tiernamen. Good to bad. Ja, sehr gerne. Geh mal in die Pipe. Keine Leben. Geh mal weiter. Krieg ein Like. Und Maria, dir danke für den Support. Nee, ich schaue alle Chats an. Den hätte ich eigentlich schon gern dauern. Ich skip den Scheiß, Leute. On off run. Also wir kriegen manchmal ein gutes Level, aber. Danke. Jo, ich würde sagen, wir lassen mal ein Like da. Das war eine coole Stage und nicht alles in allem. Faires Level, sagen wir es mal so. On or off 100 Sekunden Speedrun von Fabiano. Ärgerlich. Wieder zurück. Oh, das macht doch gar keinen Sinn. Ich muss doch da runter, Digga. Ich war dann Switch. Ich habe eigentlich nach links gedrückt, Digga, aber okay. Mm-hmm.
Die Setups sind echt bitter. Ich hoffe, das passt jetzt. Ja. Eben, die Setups sind echt bitter mit den Notenblöcken davor. Das ist echt bitter. Ich hab's so wahrscheinlich richtig. Sekunden. Schon wieder das Ding. Ja, ich skip, Leute. Das ist absoluter Mega-Pain. Weiß nicht, ob es da irgendwie eine einfache Methode gibt, aber... Es hat leider nicht funktioniert. Ich hab's probiert am Anfang. Du kannst schon nicht einfach, also, rennen. Ich glaube, du musst vielleicht auch leicht korrigieren und dann springen. Ich denke mal, der Dude, der das Level kreiert hat, der hat den Trick halt einmal irgendwie rausgefunden, wie man den am besten macht. Und dann sagt er halt... Du musst den 1000 Mal machen in meinem Level. Ich kenne den. Du nicht. Viel Spaß dabei. Nix, oder? Schwierig. Boah, Digga, Mann, die Level, die gehen mir gerade total richtig auf die Eier, wenn ich ehrlich bin. Heilige Mutter Gottes. Das für ein Scheiß, Digga. Castle Speedrun. Bitte ein guter Speedrun diesmal, Digga. Das wäre cool. Scheiß. Athletic. It's level bad, really, really bad level design. Really, really, really bad level design.
Digga, Mann. That's also really bad. Hat auch witzigerweise kein Like. Hat 209 Leute haben das gespielt, kein einziges Like. Und von mir kriegst du auch keins. Ich skip. Das ist so ärgerlich, jetzt sind wir da unten auf 44 Leben, Mann. Okay, wir brauchen alle Münzen. Mann. Wir behalten mal die Feuerblume. Eventuell hätte man hier die Leben bekommen mit dem Boomerang-Suit vielleicht, aber schwierig. Und Stiffel, eben, ich mein's gut mit dir, aber ich glaube, das hier ist nicht der richtige Chat für dich, Digga. Also eben bei aller Liebe, aber wenn du hier nur Stunk verbreiten willst, dann ist das absolut, glaube ich, nicht der richtige Chat für dich. Dann musst du vielleicht in einen anderen Chat reingehen, Digga. Also wir haben nur noch 70 Sekunden Zeit. Stern, Leben.
60 Sekunden noch. Da haben wir noch einen Zehner. Wir brauchen noch 9 Münzen jetzt. Also mit Damage-Boosten gehen durch die Pipe. Keine Zeit mehr. Sehr gut. Let's Swim. Ich lasse da auf jeden Fall ein Like da. Das war eine coole Stage, sag ich mal. Timer war auch eigentlich gut abgestimmt.